ja, damit meine Action-Cam auch mal genutzt wird, jetzt mal eine kleine Aufnahme hier heute früh. Und zwar möchte ich mal meinen Senf dazugeben, das Video Julians Blog versus die GDL. Da ist ja viel, viel Aufruhr passiert, wie man sowas sagen kann, was er da gesagt hat. Stichwörter, Vergasen, Auschwitz und so weiter. Und ja, ich meine, ich kann die Aufregung teilweise verstehen. Immerhin sind wir hier in Deutschland. Wir sind ja angeblich, wie heißt das? Latent rechtsradikal. Angeblich, ist meine Meinung nur, dass wir so gesehen werden noch immer im Ausland. Ob es wirklich so ist, wer weiß, aber es gibt gute Beispiele. Aber worüber sich eigentlich keiner aufregt oder was keiner so wirklich anspricht, ist, ja, dass das Video in kürzester Zeit so viele Likes gekriegt hat, trotz dieser Aussage, trotz diesen ganzen Aussagen. Viele sagen nur, ja, wie kann man sowas sagen? Und keiner guckt, na ja, das Video hat nach einer Stunde über 30.000 Likes gehabt. Und da sollte man sich eher fragen, war jetzt die Aussage an sich so schlimm oder dass so viele dem zustimmen? Weil das heißt ja eigentlich, dass diese Aussage sehr viel Zuspruch gekriegt hat. Sonst hätte es ja 30.000 Daumen nach unten gegeben und nicht nach oben. Und ich finde, das ist eine Sache, über die man sich ja Sorgen machen sollte, wie diese Entwicklung ist. Da soll man sich nicht wundern. Ich habe letztens zum Beispiel eine Folge Blacklist geguckt. Da soll jetzt dieser Tom, der soll ins Ausland gehen, nach Deutschland. Und was ist? Die zeigen natürlich direkt, wie er sich, wenn er jetzt undercover gehen soll, hier an einem Hals ein SS-Zeichen hintätowieren lässt und hinten auf den Rücken diesen bekannten Spruch Deutschland den Deutschen und sowas. Und so sieht uns das Ausland nun mal. Und gerade diese vielen Likes nach oben bei Julians Blog versus GDL bestätigt das ja auch noch leider. Ich meine, ich kann verstehen, dass sich viele über diese Streiks von der GDL aufregen. Mich persönlich betrifft das jetzt nicht so, weil ja, ich sowieso immer mit dem Auto fahre. Ich fahre ganz, ganz selten mit der Bahn oder mit dem Bus. Trotzdem ist diese Entwicklung, finde ich, sehr, sehr besorgniserregend. Und bevor jetzt jemand anfängt von wegen, ja, hier rechtsradikal, Nazi oder sowas, also viele wissen, dass ich absolut nicht so bin. Ich habe viele türkische, albanische, jugoslawische, was weiß ich was, Freunde. Wobei ich sie nicht durch die Nationalität trenne, weil für mich sowieso jeder gleich ist. Jeder, der hier sein Brot rechtmäßig verdient, ist ja für mich hier wirklich willkommen. Da trenne ich halt nur Schmarotzer oder Anführungszeichen Schmarotzer von hart arbeitenden Mitbürgern. Ja, Mitbürger. Es sind Mitbürger. Es sind nicht irgendwelche Nationalitäten. Es sind wirklich unsere Mitbürger. Darüber sollten wir uns klar sein. Und deswegen mein Statement einfach dazu ist, besorgniserregend ist nicht die Aussage von Julians Blog, weil er ist ein Einzelner. Besorgniserregend sind diese vielen tausend Likes, die er auf diese Aussage gekriegt hat. Wobei man da halt noch nicht unterscheiden kann, betrifft es jetzt die Aussage zur GDL, dass die Leute auf die GDL sauer waren, oder die Aussage, hahaha, ne, böses Wort, ab nach da und vergasen und so weiter. Ja, und tja, das ist halt meine Meinung jetzt dazu. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Wenn ihr derselben Meinung seid, ja, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ihr wisst, ich bin zu solchen Diskussionen immer sehr, sehr gerne bereit und diskutiere auch gerne über sowas. Das sind halt so meine 50 Cent zu diesem Thema. Und ich denke mal, dass ich da vielleicht euch auch einen anderen Blickwinkel jetzt darauf verschafft habe. Die Leute, die sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben. Und ja, macht euch einfach mal Gedanken darüber, was daran jetzt das Schlimmere war, die Aussage oder dass so viele diese Aussage unterstützen. Okay, das war's schon von mir. Ciao.